SWR 4 Rheinland-Pfalz. Die Fußball-WM 2010. Wir sind dabei. Er hat schon die ganze Welt gesehen und Fußballmannschaften auf allen 5 Kontinenten trainiert. Rudi Gutendorf, das Trainer-Urgestein aus Rheinland-Pfalz. Er gilt als Trainer mit den meisten internationalen Stationen. Unter anderem hat er auch die Nationalteams von Australien und Ghana trainiert, also Gegner bei uns bei der Fußball-WM in Südafrika. Der gebürtige Koblenzer wohnt in Neustadt-Wied. Nach einem Autounfall vor wenigen Wochen liegt der 83-jährige Fußballtrainer mit einem kaputten Knie im Krankenhaus in Neuwied. Trotzdem freut er sich riesig auf die Weltmeisterschaft, die da bevorsteht. Das absolute Highlight im Fußball. Ja, ich soll ja dahin, aber ich habe einen Unfall gehabt mit dem Auto. Und so muss ich es leider im Fernsehen schauen, aber das sieht man ja auch gut. Mit getönter Brille und glatt zurückgekämmten Haaren liegt Rudi Gutendorf in seinem Krankenbett. Am Kleiderhaken hängt der aktuelle WM-Trainingsanzug der deutschen Fußballnationalmannschaft. Den hat er vom DFB geschenkt bekommen, sagt Rudi Gutendorf und lächelt. Er trägt ihn auch, wenn er sich die deutschen Fußballer im Fernsehen anschaut. Ich gucke mir das an, registriere die Fehler, taktische Fehler und ich rege mich auch nicht auf. Nein, das ist für mich Anschauungsunterricht. Fußballunterricht hat auch Gutendorf schon für viele Mannschaften gegeben. Mehr als 55 Trainerstationen auf der ganzen Welt hat er hinter sich. Trotzdem schlägt sein Herz für die deutsche Nationalelf. Die hat Trainerkollege Joachim Löw gut im Griff, findet Gutendorf. Also ich finde, bis jetzt hat er alles richtig gemacht. Es hat keinen Zweck zu kritisieren. Als Nationaltrainer macht er seinen Job gut. Löw hat ja ein Wahnsinnsglück, was er für eine Auswahl hat. Und man darf zu Recht erwarten, dass er aus diesem Ensemble eine tadellose Mannschaft aufstellt. Auch die deutschen Nationalspieler hat Rudi Gutendorf in den vergangenen Wochen genau unter die Lupe genommen. Was er sieht, gefällt dem erfahrenen Fußballtrainer. Die Spieler haben eine robuste Kondition. Es wird heute schneller gespielt. Das ist mir aufgefallen. Technisch können die heute lernen, aber sind so schnell heute, dass man nur staunen kann. Das ist heute der gute Fußball, der schnelle Fußball. Trotzdem werden es die Deutschen schon in der Vorrunde nicht leicht haben, meint Gutendorf. Denn er kennt die Gegner ganz genau, speziell Ghana und Australien. Denn dort war er auch schon Nationaltrainer. Besonders an die Eigenarten der australischen Fußballer, gegen die das deutsche Team sein erstes Spiel bestreitet, erinnert sich Gutendorf noch genau. Ich weiß, wie stark sie sind, beziehungsweise welche Macken sie haben. Macken insofern, dass sie nicht zurückziehen, die gehen voll drauf. Und keine Kinder von Traurigkeit, nehmen keine Rücksicht, dass der Gegner verletzt wird. Und sie haben sich auch verbessert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Mannschaft dagegen verlieren soll. Aber Fußball ist Fußball, kann alles passieren. 3:1 für Deutschland, tippt Rudi Gutendorf. An ein Sommermärchen mit Deutschland als Fußballweltmeister glaubt er aber nicht. Für ihn ist Spanien Favorit für den WM-Pokal. Trotzdem drückt er natürlich der deutschen Elf fest die Daumen. Ich würde sagen, man darf hoffen, dass wir ins Halbfinale kommen. Das wäre schon viel. Wenn es weitergeht, das wäre natürlich fantastisch. Na, das hoffen wir doch auch, dass es bis zum Halbfinale reicht für die deutsche Fußballnationalmannschaft. SWR4-Reporterin Alexandra Daub hat sich für uns mit der rheinland-pfälzischen Trainer und Fußballlegende Rudi Gutendorf getroffen.